Moin, moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zu The Last Campfire. Ist es wieder soweit? Nein, ich brauche keine Maus, wir spielen mit Controller. Und ja, wie immer wünsche ich euch allen einen wunderschönen guten Tag. Und letztes Mal sind wir hier stehen geblieben. Für mich sind wieder 2 Tage vergangen, ich hätte keine Zeit weiter zu zocken. Aber ich würde sagen, mit der süßen kleinen The Kohleglut door was hier, sealed shut. gehen wir hier mal so ein bisschen durch die Gegend und schauen mal, ob wir hier denn weitermachen können. Hier haben wir den Wald, aber wir wollen ja nicht in den Wald, wir wollen zum Deich. Weil ich glaube, vielleicht kommen wir erst da dann weiter. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Jedenfalls, wir haben wieder 12 Uhr. Um genau zu sein, wir haben jetzt 0001. Ich war wieder heute den ganzen Tag arbeiten. Und dachten wir so, jo, cool. Können wir ja auf jeden Fall noch eine Runde The Last Campfire spielen. Warte mal, kommen wir jetzt dahin? Lagerfeuer im Wald. Oh lol. Genau hier meinte ich ja. Da wollte ich genau hin. Gut, dass wir es jetzt gefunden The haben. traveler spoke. You ever had roast frog, friend? Ich hatte noch nie gebratenen Frosch I gegessen. miss a good roast frog. Oh, how they crackle. Er ist ein fucking Franzose, einfach nur. Einfach ein Franzose. Hallo, kleine blaue Dinger. Hallo, was bist du denn? Oh, kleine Framelags. Oh, wir sind so im Tempel The drin. stranger has Ein been Rätsel. forgotten. Was passiert, wenn wir das drehen? Aha. They tried to follow as best they could. Du bleibst jetzt stehen. But no one heard them when they fell behind. Oh, das ist jetzt schwierig. Wie machen wir das denn jetzt? Also der muss jetzt. Nee, können wir den auch woanders einfach. Ja, genau, wir können den einfach komplett weglegen. Nee, das möchten wir aber nicht. Weil wir müssen. Das muss noch anders gemacht werden. Wir müssen den anders drehen. Jetzt sind zum Beispiel, gucken die beiden her. Aber wir müssen zwei Leute mit einem Zug gleichzeitig hinkriegen. Genau. Jetzt haben wir zwei hier hingucken. Jetzt tun wir das in der Mitte. So, jetzt haben wir alle gleich. Zack. Dann können wir das runterlegen. Absetzen. Und jetzt sind beide hier hin. Und leuchten. There we go. Big Brain. Gut. Was müssen wir jetzt hier weitermachen? Achso, einfach mitnehmen. Das kleine Lagerfeuer nehme ich mit. Kein Problem für mich. Ein kleines Feuerchen gesammelt. Schön. Wacht er jetzt? Ah, das ist, wenn die versteinert sind, ne? Dann wachen die wieder auf. Stimmt. Er ist lila. Ich wäre auch gern lila. Oder pink? Ist das pink? The stranger looked at Ember with surprise. Someone came back for me. Thank you. Kein Problem, Bro. Ich weiß nicht, was das gebracht hat, aber ich habe ich gern gemacht, ja? Achso, kann ich noch mal mit dir The reden? stranger looked at Ember No. with surprise. The stranger Nein. looked at Ist Ember with gut. surprise. Dann gehen wir wieder runter. Someone came back for me. Thank you. Gut, cool. Ja, dann gehen wir wieder zurück, ne? Gucken wir mal, was wir jetzt hier anstellen können. Ich finde es süß, wie der läuft. Niu. Sprint mal. Okay. Er ist Speedy Gonzales. So, was können wir hier machen? An dem Ding. Barely visible through the murky water was the shadow of something hiding. And on a Okay. small pier with barely a sound, a lonely fisherman sat. Ein großer Fisch mit einem Arm in seinem Fischer. Hallo?
Können wir denn hier rüber? Sieht schwierig aus. Aber vielleicht von der anderen Seite. So, über diesen Seeblättern. Hier, wir können ja überall rein. Gucken wir gleich. Ich möchte erstmal zu dem Fischer. Hallo Fischer. Die Kette müssen wir später runterlassen. Oh wait, wir kommen gar nicht zum Fischer so, ne? Sehe ich ja jetzt erst. Okay. Ja, dann müssen wir wohl durch die Höhle, ne? Hallo. Und das, wenn wir rechts gehen, kommen wir zum Fischer. Ja gut, dann machen wir dann jetzt erstmal die Höhle, weil wir sind ja sowieso hier. Hebel aktiviert. So. Das hebt sich. Inwiefern hilft uns das jetzt? Das ist jetzt natürlich die Frage, ne? Also rüber kommen wir nicht. Also mehr haben wir dadurch jetzt nicht erreicht. Und hier in die Richtung können wir auch nicht. Ne, 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 das geht schon nicht. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal da hinten rechts lang, oder? Bisschen... Oh, Speedy Gonzales, rennen mal ein bisschen schneller, ja. Okay. Kleiner Bug. Solange er nicht stört, habe ich damit kein Problem. So, hallo. Wieder Frösche. Ja, schau mal einer an. Hier können wir nicht lang, aber wir können in die Mitte gehen. Oder auch nicht. Dann klettern wir erstmal hoch. Rechts haben wir noch so eine Statue. Oh, Frosch. Ach so. Ich kann nicht bewegen. Wir haben einen Wurm. Ja, okay. Was wir mit dem Wurm machen, weiß ich auch noch nicht. Hallo? The Ember was curious. Where did you wake up? I'm headed for the crossroads. It's not far, I think. I've cool. heard there's a nest there. A safe place. Vielleicht sollten wir da auch mal vorbeischauen. Am safe place. Warte mal. Sollen wir vielleicht den Frosch einfach hier hinstellen? Ich meine, Schaden tut's ja nicht, ne? Sonst nehmen wir den mit durch den Gang da hinten. Weil irgendwas werden wir wohl schon mit dem anstellen können, mit dem Frosch. Ja, dachte ich mir. Wir sollen sich angucken, die zwei Frösche. So. Dann einmal hier durch. Höhle der Einsamkeit. Oh, wir haben wieder ein Rätsel. Cool. So. Oh, das ist ein wenig größer. Cool. I like. The stranger was trapped, caught in a maze. Wenn wir das wieder aktivieren, dann gehen wir, glaube ich, zurück, ne? Ich wollte es jetzt nur mal ausprobieren. Ja, tun wir. Falls wir natürlich das nicht schaffen, ne? Gut, dann müssen wir wieder aktivieren. Weil wir wollen das natürlich probieren. Noch können wir es ja... Also noch haben wir es ja noch nicht versucht. Sagen wir einfach so. The stranger was trapped, caught in a maze. Okay, was machen wir hier, wenn wir das bewegen? Stimmt die... Genau, die Dinger, das dachte ich mir. Okay, das ist Max. Ja. Wenn wir auf der rechten Seite erstmal das versuchen. Ich weiß gar nicht, wo müssen die Steine denn hin? Ich weiß nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir das auch schon mal auf diese goldene Platte halt legen können. Müssen wir nicht aber nur auf die andere Seite kommen? Okay, so haben wir es auf jeden Fall schon mal dahin gelegt. Wir können das so ein bisschen transportieren dadurch. So. Weil wenn wir zum Beispiel so machen, dann können wir einfach hier hin. Ah, das gilt nicht. Also wir müssen schon da unten lang. Aber jetzt können wir das hier hinschieben. Was jetzt absolut nichts bringt. Okay. Ah, dann schieben wir es nochmal nach vorne. Das ist noch nicht gut. Springen können wir ja in dem Spiel nicht.
glaube, das ist gut. Dann können wir den weiterschieben. Und zwar hierhin. So. Ist doch schon mal ein Anfang. Ach so. Okay. Den können wir jetzt auf jeden Fall schon mal auf diese Platte, also da hier drauf schieben. Ich weiß aber nicht, ob das was bringt. Na, warte mal. Der kann ja jetzt hier weg. It was hard to make sense of this place. Ja, ich verstehe auch nichts. Bin ich ehrlich. Verwirrend. Wie genau muss ich das machen? Also. So kann man auf jeden Fall die Ausrichtung ändern auf den Dingern. So können wir den nämlich gerade schieben und so ist der halt nicht gerade. Aber was ist denn da mit auf der linken Seite? Jetzt können wir jetzt so weit. Ich glaube nicht, dass es uns viel bringt. Ha. Ich bin noch am Suchen. Was hat es denn oben links damit auf sich? Wie kriegen wir den Stein denn hier hin? Oder den überhaupt, den hier. Den da auf der Seite. Wie, da kommen wir doch gar nicht hin. Vielleicht doch, aber ich weiß nicht wie. Runterschieben können wir die Steine ja nicht. Richtig? Wir können ja, oder können wir von hier aus schieben? Ne, das können wir nicht. Hä? Irgendwas übersehe ich. Das kann ja nicht sein. Ich meine, wir können ihn jetzt auf die Höhe bringen. Aber wir dürfen da ja nicht runterspringen. Wir können ja jetzt hier so weit. Oh. Warte mal. Nee, nee, nee. So. Ah, wir können ihn nicht schieben, warte. Dann noch ein bisschen anders. So. Nee, warte mal. Ach so, wir holen den mal kurz runter. Wir können ja den Stein hier hinschieben, richtig? So, und dann können wir ja theoretisch auf den Stein drauf. Aber, aber wir können ja nicht von dem Stein runter, ne? Nee. Ich bin confused. Also wir können ihn hier auch bis hier hinbringen, aber das bringt uns nichts, weil jetzt, was sollen wir machen? Und weiter hier hinten können wir auch nichts damit anfangen, weil wir können den nicht links schieben. Ach, also die linke Seite verwirrt mich komplett. Oh, wait. Müssen wir den hier vielleicht hochbringen, den einen Stein? Den da hinten. Und dann von hier... Ne, dann runterwerfen kann man auch nicht. Da, wo diese weißen Kanten sind, sind wahrscheinlich Ende. Ne, ist es nicht. Warte mal.
Aber wir können ja natürlich von hier... Das bringt ja nichts. Okay, wir können den Stein jetzt hier hinschieben zu mir. Ja. Aber wir können ihn ja jetzt nicht von der Seite schieben. Wir kommen überhaupt gar nicht zurück. So. Es geht nicht. Sagt er ja. Ich nicht möchten. Wie geht denn das dann? Jetzt ist der halt im Weg. Oh. Nie konfust. Ja, bis hierhin komme ich. Poor, wait, what? The fuck? Wieso ist das so kompliziert? Oder was verstehe ich denn nicht? Habe ich irgendwas übersehen? Aber ich wüsste halt nicht, was ich übersehen können könnte. Hier oben ist ja nichts. Und hier runter kann man nicht. Nee, nee, nee. Natürlich, wenn wir den jetzt ein bisschen weiter runter tun, können wir da hinten hin. Aber da ist ja nichts. Das bringt uns ja einen Scheiß. Wait. Stopp. So. 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 Ja, das bringt uns auch nichts. Damit können wir auch nichts anfangen. Weil der liegt dann falsch rum da drauf. Ah, dann können wir den auch nicht weiter schieben. Das bringt uns nichts. Und den können wir jetzt zwar wiederholen. Aber das bringt uns ja auch nichts. Boah. Das ist jetzt so eine Sache, ne? Also wir können die jetzt natürlich gleichzeitig auf ein Ding bringen, aber ich glaube, das bringt uns einen Schiss. Können wir sogar nicht mal. Es geht nicht. Ich verstehe es absolut nicht. Besonders, dass der linke Teil verwirrt mich, weil ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Und den hier, also... Kann ich jetzt hier runterholen? Oder das bringt ja nichts. Irgendwas muss ich übersehen. Definitiv, anders geht es nicht. Den hier runter, das bringt ja nichts, den hier hinzuholen. Aber hier hinzubringen, bringt auch nichts. Verstehe ich nicht. Wirklich nicht. I don't understand. Ich verstehe es einfach nicht. Und jetzt? Kann ich ja auch nichts machen. Dann ist ja der Stein im Weg. Nur was bringt mir das jetzt?
Was ist mit der Seite? Also das ist das Einzige, wenn ich rüberkomme. Also muss ich ja hier irgendwas jetzt machen können. Aber es geht ja nix. Das ist ja alles, was ich machen kann. Fertig. Und es bringt ja ein Schiss was. Keine Ahnung. Also ist in der Mitte ist ja auch so ein Ding. Aber was bringt es, wenn ich denn da drauf laufe? Ja, nix. Boah, was ein kranker Scheiß. Rätselspaß mit Roman. Ich verstehe nichts. Ich möchte das jetzt wirklich schaffen. Aber ich weiß halt nicht. Also links kann man nichts machen. Es geht nicht. Logisch gesehen geht es geht nicht. Ich kann nichts tun. Und man kann ja so machen, genau. Aber dazu muss ich ja einen Stein da reinwerfen. Hierhin. Es geht ja nicht. Weil den kriege ich ja niemals dahin. Kann doch nicht so schwer sein. Was übersehe ich denn? Verdammte Kacke. Ich muss doch nur den Stein halt... Aber wie kriege ich den denn gerade dahin ausgerichtet? Das geht doch nicht. Ich kann den nicht gerade ausrichten. Das klappt nicht. Also hier, ich kriege den da auch nicht wieder gedreht. Das geht, also von da kriege ich keinen Stein so dahin. Nee, keine Ahnung. Wirklich nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ups. Was mache ich jetzt? Bro, wieso bist du so behindert und kannst nicht um diese Ecke drum? Wer dich verarscht hat, ne? Also ich weiß, dass eine dieser Rollen muss ja unter die Leiter. Aber wie kriege ich die da hin? Das geht doch einfach nicht. Das geht einfach nicht. Achso. So. Wenn wir den jetzt auf die Kante schieben. Und dann wieder da drauf auf diesen Dings schieben. Das bringt uns doch nichts. Wenn wir den jetzt hier hinschieben. Und den jetzt da hinschieben. So, schön. Und was jetzt? Ja, wirklich, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hätte gerne die Lösung. Jetzt haben wir zwei nebeneinander. Und jetzt? Was jetzt? So, schön. Können wir springen? Du kannst gar nichts. Das macht einfach keinen Sinn. Da ist einfach keine Möglichkeit da. Weil links kann ich nichts tun. Und auf der rechten Seite, ich krieg da nichts gedreht. Ich übersehe nichts. Ich kann hier auch nichts tun. Das geht nicht.
Es geht einfach logisch gesehen nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wenn sich das jemand hier irgendwo anguckt und die Lösung hat, gerne in die Kommentare damit. Ich habe keine Ahnung. Wir lassen es stehen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kenne die Lösung nicht. Einfach, I don't know. Keine Ahnung. Gut, dann gehen wir einfach durch dieses Tor weiter. Boah, das macht mich jetzt ein bisschen traurig. Hier drüber können wir auch nicht. Dann müssen wir von einer anderen Seite kommen. Von da hinten irgendwo. Ah, schau mal einer an. Hier. Hallo. The traveler said, you sailed in here. Where's your boat? Friend, you need a boat. Yeah, I need the boat. Go see the builder in the caves. Tell them I'm sorry I never came back. Okay. Boah, das macht mich jetzt gerade richtig verrückt, dass ich das nicht hingekriegt habe. Vielleicht kann ich das ja einfach noch nicht. Vielleicht brauche ich dafür irgendwelche Fähigkeiten oder so, die ich erst kriege. So, nächstes Rätsel. Scheiße, aber auch. Ein einsamer Weg. Alte Pfade aussehen. The stranger had blazed their own path. Created their own rock, their own islands. Hallo. Ja, so. Dann hierhin. Ne, das bringt ja nichts. Doch. Wir gehen hierhin. Nehmen den. Stellen den hierhin. He did not need Ember's kindness. Nehmen den. Stellen den hierhin. But still, Ember stayed. Gehen hier hoch. Ah, guck mal, die Geschichte wird weiterhin, wenn man ein bisschen von dem Rätsel richtig hat. Und dann sagt, das sagt die immer was. Und bei dem einen hatten wir nur einen Satz und danach ist nichts weitergegangen. Also irgendwie sind wir da nicht weitergekommen. Irgendwas hat mir da gefehlt. Ich weiß es nicht. Das war mir zu schwer. Das hier ist zum Beispiel ziemlich einfach gewesen. Keine Ahnung. Naja. Wie haben wir das? Gut. Hallo. Gelb-rot. Cool. Schwierig, schwierig, muss ich schon sagen. Met Ember's eyes. The two shared a moment of silence. The stranger met Ember's eyes. Das war's. Okay. The stranger met Ember's eyes. The two shared a moment of silence. Ja, dann würde ich einfach mal weitermachen, ne? Wait a minute, what? Warum guckt der Frosch in eine andere Richtung? Wait a minute. Wenn... Ah, okay, never mind. Gut. Dann nicht. Alles richtig, okay. Wenn das jetzt irgendwas mit dem Frosch zu tun hätte, dass ich da in dem Rätsel weiterkäme, dann wäre ich abgefuckt gewesen. Gut. Und dann hätte ich die Rätsellösung gefunden. Die Rätsel. Achso, hallo Angler. The fisherman murmured quietly between sorrowful breaths. Oh. Rätsel. Ein Treffen mit den Entmutigten. The fisherman felt so useless. His former joys were hollow. Keine Ahnung. Also runter können wir, so ist es nicht. Sitting out there every day by the pond.
only the dark water to hear him talk. In that darkness, a glimmer flickered. Oh. A thought beating like a drum. Ich denke, das wird weggeboostet. A thought that went round and round. It all started with a frog. Oh! Wo ist es hin? Wieder am Anfang? Hallo? Alles klar, what the fuck? Every day by the pond, a constant reminder. Was soll das denn jetzt? Ein dicker, dicker Bug. Er läuft auch genau umgekehrt von dem, was ich zeige. Also ich laufe bei mir gerade nach unten, er läuft nach... Was, guckt euch das an? Was ist das? Ach nö. Ich versuche mal jetzt wieder zu dem Luft zu laufen. Was ist denn das? Wirklich, jetzt ohne Spaß. Wo laufe ich überhaupt? Da unten irgendwo. Was mache ich denn da unten, Digga? Okay, wir müssen kurz das Spiel verlassen. Ja. Ich hoffe, der hat da jetzt nicht gespeichert. Genau das. Das wäre natürlich schlecht. Hey, wir sind schon bei 54 Minuten. Oh. Ja, ich würde sagen, das Rätsel machen wir noch. Wir waren ja lange stuck in diesem einen Gebiet. Also, ja. The fisherman felt so useless. Keine Ahnung, es hat immer nicht geklappt. Joys were hollow. So. Machen wir das hier noch. Sitting out there every day by the pond, only the dark water to hear him talk. In that darkness, a glimmer flickered. Die ich nehme natürlich mit, mein kleiner Glimmer. A thought beating like a drum. A thought that went round and round. It all started with a frog. Okay. Every day by the pond, a constant reminder. Hallo. Ich habe dir Ember gegeben. Freuen Sie sich nicht. Du lebst. Yay. Ey, ich hab dir Glimmer gegeben. Moment, the fisherman struggled to speak. He looked at Ember, hopeful. The fisherman spoke softly. There's a frog in that pond. A big saw him grow from a tadpole. We were friends of a sort. Spent every day side by side. Ja, erzähl mir mehr. So much better at fishing than me, that frog is. Catches them before I can bait them. Oh, it makes me feel useless some days. The fisherman sighed. I've wasted so much time feeling like this. The old man looked carefully at the pond, at their rod, at Ember. Well, listen to me here, rambling on and on. It helps though, telling someone. Thank you, Ember. If you need help catching anything, you just ask. Über den Frosch. You saw the frog? Did the frog mention me? Nee, ich hab nein. You ask the frog about me. See what they say. Actually, no. Just please don't tell the frog how much I talk about them. Okay.
Oh, little worms. They didn't ask to be here. But how do you fish without them? Ich kann dem Wurm geben, oder? Slurp him down. Vielleicht kann ich dem Wurm geben. I say catching a fish isn't the point. So I tell myself that. I tell myself that a lot. Über den Hut. I chased old Blue Betty round this pond for years. Best days of my life catching that fish. Had to use myself as bait. Stuck on me head ever since. Auf Wiedersehen. If you need help catching anything, you just ask. Okay. Sehr verwirrend. Wirklich. Wo, also. Achso, nee, ich wollte nichts mehr von dir. Ich mag diese Stimme echt gerne, bin ich ehrlich. Ah, wir können jetzt den Baum runter machen. So. Aber. Können wir jetzt wieder mit dem spielen? Frosch! Hallo! Mr. Frosch! The frog stared at Embo, its belly rumbling. Ich hab einen Wurm! Willst du essen? Er hat mich auch aufgegessen! Er hat mich am Bauch gegessen! This was not how Embo had imagined the end. Lol. The gurgling of water, a deafening heartbeat. But then... Hallo! Spuckst mich wieder aus. Oh, wir sind bestimmt in der Höhle. By leading them to a lost forlorn. Oh, danke schön. Aber hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Tag. Es ist mittlerweile... Wir haben ein bisschen länger diesmal für diese Folge gebraucht. Wir waren ziemlich verwirrt. Aber ja. Wenn jemand eine Lösung übrigens für dieses Rätsel hat, erzählt es mir gerne. Ich habe keine Ahnung. Und ja, wir sind hier jetzt auf der anderen Seite der Höhle, wo wir nicht hinkamen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Tag nochmal. Haut rein und ciao.